Hallo zusammen. Ich drehe mal heute ein bisschen ein Ad-Hoc-Video. Hatte ich eigentlich nicht geplant, weil ich was anderes fertig editieren und hochladen wollte, aber das erschien mir hier ziemlich wichtig. Und zwar, das ist ein Radio hier, das möchte ich einem YouTube-Kollegen schicken aus Australien, dem David Tipton, dessen Kanal ich unbedingt empfehlen möchte, und das tue ich auch in der Beschreibung verlinken. Also was Radio-Renovierung, Restauration komplett mit Gehäuse und so alles anbetrifft, da ist der absolut Spitzenklasse, und ich empfehle also unbedingt seinen Kanal mal anzuschauen. Ist zwar in Englisch, aber also ist unheimlich lehrreich. Und dieses Radio, das dachte ich mir, bevor ich es dem schicke, um die halbe Welt, probiere ich das mal aus. Das ist eine Carmen 2 von Electronica aus Bukarest, also ein rumänisches Radio. Und hier bin ich einer Sache auf den Leim gegangen. Das wollte ich mit euch unbedingt teilen, weil das ist, glaube ich, wichtig. Und zwar, das ist Folgendes. Ich hatte den einfach mal, um auszuprobieren, so mit einer Glühbirne, erstmal 30 Watt und dann so nach 20 Minuten 60 Watt reingedreht, mal laufen lassen, um die Elkos zu formieren und mal zu schauen, ob der soweit funktioniert, ob das überhaupt eine Sache ist, die sich lohnt zum Restaurieren, also von der technischen Seite. Und da ist schon mal was passiert. Also ich hatte den hatte ich dann reingesteckt. Die Glühbirne, die leuchtet dann auf und wird dann immer dunkler zuerst. Dann werden die Röhren warm und irgendwann, wenn dann die Gleichrichterröhre anfängt zu leiten und die Kondensatoren sich aufladen, dann glimmt die dann leicht. Also dann so eine 60 Watt Glühbirne bei so einem Radio in dem Format, es ist richtig, das ist okay so. Also an der Sache war nichts auszusetzen. Und der empfängt auch soweit. Ist jetzt zum Beispiel Kurzwelle, wir haben jetzt Abend. Also gehen tut er. Na gut, das magische Auge, das ist ein bisschen abgefratzelt. Das sieht man genau da, wo das bisschen heller leuchtet. Da wurde es nicht so stark beansprucht, und da sonst an den Rändern, da wo es dunkler ist, da ist das Phosphor schon ziemlich abgebrannt. Also da wird er dann ein neues brauchen. Aber auf alle Fälle, also soweit gut. Also ich war zufrieden mit der ganzen Geschichte. Das mir war aber dann was passiert, und das zeige ich euch jetzt. Da solltet ihr auch unbedingt drauf Obacht geben. So, jetzt haben wir das Ganze von hinten. Also, man sieht, da ist ein Netztrafo drin, die Röhren, E-Röhren, EBF 89, da drüben ECH 81, reinzoomen kann ich schlecht, okay. Also auf alle Fälle sind E-Röhren, da ist hier eine EZ 80 drin und ein Trafo. Hey, da denkst du doch an nichts Böses irgendwie zuerst. Also man denkt, naja, das ist ein Gerät, das ist mit dem Netztrafo getrennt. Und da bin ich dann hingegangen. Also nachdem ich sicherheitshalber, seht ihr da diesen Kondensator da drüben? Das ist der, wo über die Netzleitung gespannt ist ans Chassis. Den habe ich schon durchgeschnitten gehabt, weil der schon einen Riss drin hatte. Dachte ich, ja, das könnte gefährlich werden. So. Ich denke an nichts Böses und dann lange ich dann an den Elko ran. Ich wollte einfach mal gucken, ob der gescheit formiert war, ob er heiß geworden ist. Das wäre dann natürlich ein Zeichen dafür, dass er dann also absolut nicht mehr in Ordnung ist und getauscht werden muss, oder ob er einigermaßen durch dieses Formieren mit der Glühbirne, ob er das gepackt hatte. Und dann habe ich einen Jesus-mäßigen gebatscht gekriegt. Was ist denn da los? Es sollte doch nicht Netzspannung drauf sein. So, war aber doch dem so. Und zwar, so, und dann gehe ich jetzt nochmal mit dem Stromprüfer dran.
So, sieht man doch deutlich. Also da waren vorne 220 Volt drauf. Da dachte ich mir, sag mal, das kann doch nicht sein. Ich habe doch den Kondensator durchgeschnickt, extra. Hab dann, also ihr habt da Netztrafo drin gesehen, alles. Also, naja, und dann habe ich da doch mal den Schaltplan runtergeladen. Guck mir das an. Und es ist ganz fies. Das Ding hat einen Autotransformator oder ein Spartrafo genannt. Also sprich, wenn ich jetzt hier ist die Steckdose, geht da rein, geht es so durch auf Masse. Seht ihr die Verbindung? Masse, Masse. Und es gibt keine richtige Sekundärwicklung. Also die Primär- und Sekundärwicklung, die sind die gleichen. Also sozusagen ein Spartrafo. Dann macht man mit einer Wicklung beides. Nachteil davon ist, wenn der Stecker in eine Richtung drin ist, ist es das Chassis, also das Blech auf Phase. Und das hatte ich unterschätzt gehabt. Da gibt es, es gibt nicht viele von diesen. Dieser Aufbau ist ähnlich wie zum Beispiel die Fernseher früher waren. Die hatten auch alle so ein Spartrafo drin. Und das ist auch mal einem passiert, der hat auch einen YouTube-Kanal, das Electronics Old and New vom Manuel Caldera. Grundig, der hat das genau gleich. Und du denkst dir da echt nichts dabei, gerade die, wo ein bisschen schon mit Radios rumgeschraubt haben, sagen, ja, das sind ja E-Röhren drin, ist ein Trafo drin, oh gut, kann ja nichts passieren. Lässt alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord und langst da hinten rein und kriegst so eine gedengelt. Also seid da vorsichtig und ich empfehle es jedem. Also wenn er, besonders wenn er irgendwie die ersten Male Radios restauriert, einen Schaltplan nicht zur Hand habt, wo er sowas erkennen könnt mit dem Spartrafo, prüft es einfach nach. Zum Beispiel mit einem Phasenprüfer auf Masse den Stecker in beide Richtungen reinstecken, also einmal so rum, dann 180 Grad drehen und dann, dass ihr auf der sicheren Seite seid. Nicht, dass ihr dann meint, habt ihr nichts zu befürchten, krabbelt hinten drin rum und dann ist es schon passiert. Das ist so mein kleiner Tipp für heute an euch. Passt da auf. Es gibt nicht viele von, aber es gibt sie. Und das kann euch erwischen, blöd, wenn man da irgendwie, was weiß ich, auf einem Steinboden steht, wie es jetzt mir passiert ist heute, unten Steinboden, draußen hat es geregnet, Füße waren leicht feucht, also die Schuhe, wo nicht hundertprozentig dicht sind, und dann langst du da ran und dann weißt du Bescheid. Und jetzt ist der Tag wieder dein Freund gewesen, also seid da vorsichtig. Okay, also ich hoffe, dass ich da mal heute noch ein bisschen was Wissen in puncto Vorsichtsmaßnahmen rübergebracht habe. Also auf alle Fälle dachte ich, das ist schon mal ganz schön wichtig, dass ich das da mit euch teile, weil es wird wirklich selten angesprochen. Wie gesagt, also mit den Radios, wenn ihr was in Betrieb nimmt, ich kann es nicht oft genug also empfehlen, erst alles, also das Radio in Reihe schalten mit einer Glühbirne, zuerst so eine mit schwacher Leistung, 30 Watt, für eine halbe Stunde, dann 60 Watt und dann mal die Elkos formieren. Wenn die dann nur noch glimmt nachher, dann dürfte die Sache okay sein. Und man kann dann auf volle Netzspannung gehen. Das ist das eine. Und eben das andere mit dem Spartrafo. Also da bin ich jetzt selber von mir, ich weiß nicht, ich schäme mich da ein bisschen. Ich habe das gewusst mal und habe das irgendwie über die Jahre verdrängt und jetzt hat es mich dann heute gerade mal wieder eingeholt. Also seid da wie gesagt vorsichtig. Und was diese Geräte betrifft, wo wirkliche Allstromempfänger sind, zum Beispiel die mit den U-Röhren, also die Filettas und so weiter. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel die Typbezeichnung von den Röhren anstatt wie hier ECH 81 eine UCH 81 drin ist oder UU irgendwas mit U, dann ist das ein Allstromempfänger und da sollte man so oder so gleich vorsichtig sein. Also, dass da eben das Chassis unter Strom stehen könnte. Und hier halt in dem Fall, wie gesagt, gibt's und auch da sollte man vorsichtig sein.
Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen und bis bald.